herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Am Mittwochnachmittag, den 29. Januar 2020, hat sich auf der Landstraße 152 zwischen Rickenbach und Villaring ein Verkehrsunfall ereignet. Rickenbach. Am Mittwoch, den 29. Januar 2020, geriet eine junge Frau auf der Landstraße zwischen Villaringen und Rickenbach mit ihrem Auto auf Schneeklette in Schleudern und überschlug sich. Die 19-jährige Frau befuhr laut Polizei gegen 12.50 Uhr mit ihrem Renault die L152 von Villaringen in Richtung Rickenbach. Aufgrund von Schneeklette kam ihr Wagen ins Rutschen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Böschung am Fahrbahnrand. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam am Fahrbahnrand im Schnee auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Laut Polizei blieben sie unverletzt. Weil in den ersten Meldungen von zwei Verletzten die Rede war, rückten zwei Rettungswagen aus. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug liegt laut Polizei bei rund 3.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr Rickenbach mit 16 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab, drehten mit Manneskraft den Kleinwagen wieder auf seine Bereifung und säuberten die Fahrbahn von Scherben der zu Bruch gegangenen Windschutzscheibe. Während des Einsatzes wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, wenn die Nachrichten gut rübergebracht worden sind, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen, aus dem Elsass und aus dem Regierungsbezirk Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.